Mir machen gerade die Computerspieler Komplimente. Wir haben es geschafft. Also ich habe es geschafft, die Arbeiter streiken. Das ist gut. Hätte ich die Fähigkeit jetzt auch schon, könnte ich noch einen schönen Streik hinterher setzen. Oh, die Montage, gleich fertig. Das wäre ja mal übel. Ich habe gleich Saboteur habe ich auch gleich fertig. Oh, ich habe jetzt so viel... So, ich brauche kein Werkzeug mehr. Ich habe so viel mittlerweile. Ich habe 55 Tonnen auf meiner Hauptinsel. Ich auch. Das reicht. Genau gleich. Yeah. Was haben wir denn? Der Taschendieb hat Carmen Marquez erfolgreich bestohlen. So, jetzt schnell die Demontage erforschen, damit das gleich noch klappt. So. Wie lange geht deine Demontage noch bei dem? Schau mal. 2,5 Minuten. Meine Demontage ist in 2,5 Minuten fertig. Schlecht. Müssen wir das dann gleich zusammen machen? Du ja, ich glaube, wenn ich die hinterher setze, ist das perfekt. Oder so macht's bei der Nahrungsproduktion oder so. Das ist ja auch ein bisschen pervers, übel, gemein. Ja, aber dann hat er die ganze Zeit keinen Alkohol und die Burger gehen zurück. Ja, da machen wir das. Das wäre perfekt. Oh ja. Handelsschiff, ahoi. So. Das wird meine nächste Insel. Wohin geht es? Killerfisch besiedelt eine Insel. Was hast du denn jetzt wieder geschnappt? Eine Tabakinsel mit unendlich Gold und unendlich Diamanten. Du Sau. Naja, ich habe auch sowas. Ja. Die Insel ist fast so groß wie meine, ey. Perfekt, ohne Flüsse. Hätte ich die genommen, wäre ich besser dran. Ja. So, das so hin. So. Wir können los. Aber ich sollte, glaube ich, wie viel kostet der Scheiß? Ah. Da, scheiße. Da, was willst du schon wieder bauen? Ich wollte versuche direkt das, aber ich habe nicht genug Materialien hier. Dass ich das Diamant und das Gold mir hört, sonst tut sich noch ein doofer Computergegner da ansiedeln, das wollte ich nicht. Wohin geht es? So, wir kaufen das hier ein. Wir kaufen das hier ein. So. Also den hast du ja echt günstig platziert, den Tabaktypen. Aber ich glaube, 2 Plantagen reichen für eine Verarbeitung. Ja, da kommt noch auf der anderen Seite, kommen da noch mehr. Ach so, ja, sag das doch gleich. Ja, sag ich doch. Nein, du hast es später gesagt. Jetzt bin ich -9 Bilanz. Schlecht. Das hätte ich echt nicht von dir gedacht. Oh, alle Logenaktivitäten sind Cooldown. Verdammt. So, 10 Sekunden und dann tun die Betriebe wieder. Ja, ich brauche noch genau 15 Sekunden, damit ich das machen kann. Aber die sind noch happy. Guck dir die Statue an, also die Statue beim Dorf. Ach, der Vorrat ist bald zu Ende. So lange kann er nicht anhalten. Ist das die einzige Alkoholproduktion? Oder hat er noch mehr? Tabak? Selbst wenn, der hat zu viele Burger. Ja. Ja, und wir haben sogar, durch Mainz haben wir sogar noch die Holz lahmgelegt. So, meine ist jetzt auch dran. Sollte auf jeden Fall. Der steht so. Schon auf seinem Podest, ja. Jo, es klappt. Hat geklappt. Oh, da ist eine Wache. Das hört sich ein bisschen pervers an. Der Typ hat mir gerade gesagt, die Arbeiter kleben an seinen Lippen. Wie der die wohl ablenkt. Schlimmer wäre es, wenn er eine Frau wäre. Ich muss schnell irgendwas einkaufen. Irgendwas einkaufen. Irgendwas. Weil der Händler kommt gerade zu mir. Schnell was im Einkauf tun. Vielleicht verkauft das mir. Komm. Ja, er hat es mir verkauft. So, jetzt muss ich das. Mache ich das nämlich gleich ganz geschickt. Aber es dauert noch. 22 okay. Minuten ist es noch gesperrt. Och Mann. Was? Also eine Ration. Ja, das ist immer extrem lange. Verdammt.
Carmen Marquez, was ein willst Mitspieler du denn? Hat wo ist, wo die, hat die sich die klauen sich gegenseitig die Inseln. Wo, ist, wo hat die sich da angesiedelt? Links. Die klauen sich echt gegenseitig die Inseln. Ah, ist doch schön. Ja, Krieg. Zwei ja, die beiden sind im Krieg. Aber ich glaube, wir sollten uns auch langsam mal vorbereiten ein wenig. Falls einer von denen uns feindlich gesinnt ist. Carmen Marquez ja, wird mich von Feinden attackiert. Sie bittet mich, ihr zu helfen. Ja, mir auch. Aber ich habe keine Kriegsschiffe, keine Kanonen, gar nichts. Also ich habe gleich Kanonen, wenn der Händler kommt. Aber er kommt nicht. Ja. Da hat Carmen wohl Pech gehabt. Ja. Ich bin jetzt mal ein bisschen dreist. Königin, gib mir ein großes Darlehen. Oh, das mache ich auch. Ich krieg keine Antwort. Ich krieg keine Antwort. Ich auch nicht. Ich kann auch nichts mehr Neues erbitten. Nee. Die hat, glaube ich, keinen Bock. Das geht aber normalerweise so gar nicht. Das ist verbuggt. Das ist Müll. Pfui. Schade. Naja, egal. Müssen wir so zurechtkommen. Jetzt hat, nee, die Königin hat Bündnishilfe gewährt. Oh, die Königin hilft der Grün. Steht das denn? Gab bei mir gerade eine Meldung. Und unten kommen die Schiffe von ihr, da bin ich ja mal gespannt. Wenn der Rote schon, das wäre, haben wir mehr Land, ne? Ich muss ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich muss jetzt bei meinen Bewohnern mal ein bisschen die Steuern hochsetzen, auch wenn sie jetzt nicht mehr so happy sind. So. Aber ich muss jetzt während einer Aufnahme kurz AFK. Ich fühle mich. Ja. Egal, ich bin kurz, ganz kurz AFK. Blackhead. Setz dann doch die Kamera auf die Insel von Rot, falls die Königin angreift. Ja, gut, okay. Wo ist der Hafen von dem hier? Okay, gut. Dann bis gleich. Ja, jetzt bin ich allein mit euch. Was gibt's zu erzählen? Vielleicht ein paar Hintergrundinformationen zu dem Spiel. Fällt mir da gerade was ein? Nicht wirklich. Und gerade kriege ich endlich mal die Ablehnung von dem Kredit der Königin. Auch nicht schlecht. Eine Stunde später. Direkt nochmal anfragen. Diplomatie, großer Kredit, her damit. Oh Gott, jetzt bittet wiederum Emilio Castelli um Bündnishilfe. Ist schon merkwürdig. So, wie erbärmlich ist er wieder. Ja, ich bin wieder da. Wie erbärmlich, der Rote verlangt jetzt Hilfe. Ja. Oh Mann, wie erbärmlich. Wie erbärmlich. Aber weißt du, was das Komische ist? Jetzt hat die Königin Emilio Castelli Bündnishilfe gegeben. So, aber ich habe jetzt was ganz Gemeines. Ich mache jetzt Sabotage bei den Markern. Boah, Emilio Castelli ist frech. Er bittet 900 Tribut. Nö, kriegt er nicht. Ah, die Sabotage ist geglückt. Sie können jetzt keinen Nachschub mehr holen. Die ganzen Markern streiken. Bei ihm? Ja. Perfekt. Das ist sein Untergang. Würde ich mal sagen, als nächstes kommt jetzt bietet er von mir 800. Eine kleine Gefälligkeit. Was? Von dir 100 weniger? Nicht absagen, oder? So eine feige Sau, der soll nicht nochmal bei mir ankommen. Ich hab's mal angenommen. Grazie. Ihr wisst, was ich gehöre. Hast du es auch angenommen? Er wollte, dass du zahlst.